Guten Morgen! Heute möchte ich Euch detaillierte Statistiken zeigen, wie sich die Idee, dass vegane Ernährung vollwertig und preiswert ist, in Form meines Buches verkauft. Ich gebe Euch Statistiken, einen Einblick in Statistiken von Amazon Kindle Direct Publishing. Ich gebe Euch von Digistore dann Einblick, wie mein Buch sozusagen ankommt, und ja, möchte mit Euch heute das einfach besprechen und natürlich darauf hinweisen, dass dieses Buch auch aufgrund des Erfolges jetzt auch als Taschenbuch erschienen ist. Das heißt, ihr könnt das Buch tatsächlich jetzt auch in Papierform kaufen, und ja, wer natürlich das E-Book gekauft hat, der muss das jetzt nicht nochmal kaufen, logischerweise, weil er sich das ja auch einfach ausdrucken kann. Wer sich das aber gerne in das Regal stellen möchte, wer das gerne irgendeinem Freund in die Hand drücken möchte, um ihm zu zeigen, dass vegane Ernährung, und gleich zu beweisen und sich die Worte sparen will, dass vegane Ernährung vollwertig ist, genussvoll und trotzdem preiswert. Und zwar so preiswert, dass selbst das, was man als Existenzminimum berechnet, viel zu viel Geld ist, um sich da nicht vollwertig ernähren zu können und pflanzlich, ja, der kann es einfach kaufen. Oder natürlich, um mich einfach zu unterstützen, sagt: Hey Christian, finde ich cool, ich kaufe dein Buch. Und ist als Taschenbuch jetzt da. Ich spiele Euch das mal kurz ein, wie es ungefähr aussieht. So sieht das Büchlein dann aus: Vegane Welt mit wenig Geld, gesund am Existenzminimum. Das Buch zur Hartz IV Challenge auf YouTube. Ja, na, und dann ist halt das Buch halt. Das ist das Format, ich weiß nicht, ob man es erkennt, welche Größe das ist. Das ist meine Hand. Und ja, schön große Schrift drin. Genau, so wie es eigentlich, finde ich, sein soll. Alles cool. Und genau. Ja, und nicht zuletzt möchte ich auch darauf hinweisen, dass ihr selber mit diesem Buch mehr Geld verdienen könnt als ich. Das heißt, dieses Video jetzt nicht dafür gedacht, dass ich sage: Hey, ihr müsst jetzt mein Buch kaufen und ich will jetzt ganz viel Geld damit verdienen, sondern hier geht es auch einfach darum, erstmal die Message des Buches in den Vordergrund zu rücken, dass vegane, also eine pflanzliche Ernährung, preiswerter ist, was logisch ist, weil um Fleisch zu produzieren, muss man Gemüse einsetzen oder muss man Getreide einsetzen, also dass es preiswerter ist, dass es genauso genussreich ist und dass es eben auch vollwertig ist, dass es vegane Ernährung keine Mangelernährung ist. Und das zu beweisen, und das anhand von ganz klaren Fakten, das heißt, dass ich genau aufgeschrieben habe, was habe ich ausgegeben, centgenau, und was sind für Nährstoffe enthalten, das ist Sinn des Buches. Und eben, weil mir das halt so wichtig ist, gebe ich halt 55% Affiliate Provision. Affiliate Provision bedeutet, dass wenn ihr das Buch empfiehlt und sagt: Hey, das Buch ist total gut, kauft das Buch, dann bekommt ihr 55% der Nettogewinne von dem Buch. Und der Autor, der sich da hingesetzt hat und da anderthalb Jahre quasi dran geschrieben hat an dem Buch, ich bekomme nur 45% des Gewinns. Und das fühlt sich aber für mich nach wie vor absolut richtig an. Man könnte das jetzt auch justieren und neu reinsetzen, mache ich aber nicht. Und ich kann einfach sagen, es ist ein inneres Bedürfnis. Ein inneres Bedürfnis einfach. Und auch so ein Fingerzeig, dass mir die Message eben total wichtig ist, und ja, und dass das gut ankommt, ja, das möchte ich eben Euch auch zeigen heute. Also, ich fange mal an mit Amazon. Also, wo ist mein Buch quasi gerankt bei Amazon? Ich zeige Euch einfach was, jetzt ein Video. So, und hier seht ihr den Amazon-Verkaufsrang. Das ist das, sozusagen die Insights, die ich Euch jetzt hier zeige, wie mein Buch Vegane Welt mit wenig Geld, also das E-Book, auf Amazon verkauft wird. Das wird natürlich auch auf Digistore verkauft, und das hier ist, wie es auf Amazon verkauft wird. E-Books gibt es seit zwei Jahrzehnten ungefähr, und es gibt über 1 Million E-Books im Kindle Store aktuell, die gekauft werden, und ja, und ihr seht, über die Zeit, wo ich das angeboten habe, ich habe das ja irgendwann im August 2016 erstmalig angeboten, geht das natürlich immer hoch und runter, je nachdem, wie viele Bücher man pro Monat verkauft. Und von über 1 Million Bücher habe ich es teilweise geschafft, hier auf Platz 5126 zu kommen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Vegane Welt mit wenig Geld. Ein Buch, was im Endeffekt nur eine Randgruppe bedient, mit 1% der deutschen Bevölkerung, wo ich zeige, dass man vegan leben kann, preiswert vegan leben kann und trotzdem vollwertig,
also unterm Existenzminimum sogar, das heißt für 138,50 Euro. So ein Buch schafft das, von über 1 Million Büchern aus dem Kindle Store auf Platz 5126 am 7. August. Und ihr seht, das geht immer wieder mal so hoch. Hier 9000, 15000, 11000 und so weiter. 9000. Das heißt, das Buch wird, und das seht ihr auch, konstant verkauft und schafft es halt immer wieder in die Verkaufsränge, in die Top 10.000 bei über 1 Million Bücher. Und ich finde das richtig, richtig geil. Und das ist nur bei Amazon. Das sind noch nicht die ganzen Verkäufe bei Digistore mit dabei. Bei Digistore ist ja das, wo die Leute, die mein Buch bewerben, auch 55% der Einnahmen kriegen. Bei Amazon bekommt man ja als Affiliate ja keine 55%, sondern 1 bis 10%. Dafür natürlich auch noch andere Artikel aus dem Warenkorb. Aber das soll jetzt gar nicht das Thema sein. Ich finde das einfach nur total beeindruckend. Und derzeit bin ich auf Platz 155.000. Ihr seht, das geht immer hoch und runter, hoch und runter. Und ja, auch da bin ich nicht wenig stolz, dass nach über einem Jahr, wo das Buch schon auf dem Markt ist, dass es immer noch, schaut mal an, 155.000 von über 1 Million Büchern. Das heißt, in den Top 15-20% aller Bücher, die im Kindle Store angeboten werden, noch sind. Und das nach über einem Jahr. Und ja, das finde ich einfach klasse. Das wollte ich euch nur mal zeigen, dass ihr ja einfach auch seht, dass die ganze vegane Bewegung, das geht voran. Das geht voran. Die Leute interessiert das. Guck mal, es sind nur 1% aller Deutschen sind vegan. Wir haben 80 Millionen Deutsche. Das heißt, jetzt muss ich mal rechnen, 10% sind 800.000 und 80.000 sind sozusagen vegan. 80.000 Deutsche sind vegan. Und ja. Und das ist halt eigentlich so eine echt überschaubare Masse. Und trotzdem ja, geht es immer weiter. So, das wollte ich euch nochmal zeigen. Hier, vegane Welt mit wenig Geld. Und jo, jetzt komme ich wieder zurück. Okay, ihr seht also, ja, da kann man schon zufrieden sein. Man muss dann immer noch bedenken, ich bin ja quasi ein No-Name. Ich habe jetzt auch keine 3 Millionen Abonnenten wie Bibi Blocksberg oder weiß ich nicht, Julian Bam oder so. Sondern ich hab ein paar tausend Abonnenten, ne? Also knapp 10.000 Abonnenten, und die pflanzliche Ernährung ist halt auch jetzt nicht quasi bei jedem auf dem täglichen Speisezettel, und von daher bin ich schon sehr, sehr zufrieden, wie dieses Buch gerankt ist und vor allem, dass es eben auch konstant Verkäufer abwirft und ja, die Menschen sozusagen immer mehr dieses Buch kaufen, und das ist ja nur eine Informationsquelle bezüglich der pflanzlichen Ernährung. Es gibt ja noch ganz, ganz viele andere gute Bücher und Inspiration für eine vegane Ernährung. Aber dieses Buch klärt auf. Und entsprechend ja, bin ich einfach total, total zufrieden. Und kommen wir jetzt gleich mal zu Digistore. Das ist der zweite Shop, wo ich mein Buch anbiete. So, und jetzt sind wir hier bei Digistore. Digistore hat verschiedene Kategorien. Hier wird zum Beispiel Bildung, und dann gibt es auch sowas wie Fotografie und Film, und da gibt es halt verschiedene Kategorien, und da gibt es natürlich auch Essen und Trinken, und es wird halt immer so angezeigt, ja, wird nach Popularität sortiert. Und ja, schau mal, Digistore, das ist halt der große Store, wo zum Beispiel alle YouTuber ihre Produkte verkaufen und ja, generell alle Blogger und so weiter, wo man auch ja, Affiliate-Provision festlegen kann für die Menschen, die die Produkte bewerben. In meinem Fall, ihr seht schon, hier ist 50%, 40%, 30%, 35%, 20% Provision und so weiter. Und ja, gehen wir erstmal zu Essen und Trinken. Da schauen wir, auf welchen Rang mein Buch ist. Bäm! Zweiter Rang in der Popularität bei Digistore. Und das ist natürlich auch schon richtig, richtig geil. Und ja, bei mir, da werdet ihr was feststellen, was ihr bei anderen halt ja nicht seht, und das ist halt die Provision. Egal wo ihr guckt, ihr werdet sehr, sehr selten, also ich habe es noch nie gefunden, aber vielleicht gibt es irgendjemanden, der auch so eine Provision anbietet. Ich biete 55% Provision an. Das bedeutet, wer mein Buch bewirbt bei seinen Freunden bei Facebook oder selber, wenn er einen Blog hat oder einen YouTube-Kanal, der mein Buch bewirbt, bekommt 55% der Einnahmen. Das heißt, er bekommt mehr Geld als ich für das Buch. Warum mache ich das? Also im einfachen Grund, ich möchte, dass jeder Mensch weiß, vegan ist vollwertig und vegan ist preiswert. Das heißt, es ist ganz, ganz einfach, mit einer gesunden Ernährung preiswert über die Runden zu kommen. Sogar für weniger als man im Hartz IV zur Verfügung hat. Es ist so einfach. Und ja, deswegen biete ich auch 55% an, weil ich halt einfach ja, zeigen will, dass
dass es einfach total einfach ist. Und genau, also habe ich jetzt, bin ich auf Platz 2, was Popularität angeht, in dem Bereich Essen und Trinken von allen digitalen Produkten, die hier sind. Derzeit werden halt aktuell 54 Produkte angeboten. Ich werde jetzt nur geschlagen durch der große Buttercreme-Ratgeber. Ist natürlich schon ein bisschen scheiße, aber ja, und dann, wir können auch noch andere Sachen sortieren. Was total interessant ist, ist gerade für Leute, die mein Buch bewerben, die Card Conversion. Mal gucken, auf welchem Platz ich da bin. Ich weiß es natürlich, weil ich es vorher gemacht habe. Bäm, erster Platz. Meine Card Conversion ist 32%. Das heißt, Leute, die... also die Card Conversion ist für E-Commerce sehr, sehr wichtig. Das ist der Anteil der Bücher oder der Anteil der tatsächlichen Käufer, nachdem man was in den Warenkorb getan hat. Das heißt also, die Ernsthaftigkeit, wie man Bücher kauft oder nachdem man das Buch sich sozusagen informiert hat, wie man es auch tatsächlich kauft. Und da ist die Card Conversion 32%. So, das ist schon echt heftig. Die zweite haben es auch 30% und der hat hier 24%, aber dann geht es schon runter mit 20%. Und ja, bei mir halt tatsächlich 32%. Und ja, also Platz 1 bei Essen und Trinken bei Digistore, was Card Conversion angeht. In Popularität bin ich, wie gesagt, auch ja, auf zweiter Position. Und deswegen, also ich bin total happy und auch deswegen gibt es das Buch jetzt tatsächlich auch als Taschenbuch bei Amazon. Ich habe das jetzt alles in die Wege geleitet. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich das wirklich ja alles nochmal anleiern soll. Aber da ich sehe, dass dies wirklich konstant verkauft wird. Ich habe ja noch keine Ahnung gehabt mit so einem E-Book. Aber da ich sehe, dass das Buch wirklich konstant verkauft wird und ich bin mir sicher, mir ist erst 1% in Deutschland sind vegan. Oder 2% vielleicht mittlerweile. Und das hat so ein Potenzial. Und mit diesem Buch sieht einfach jeder, dass eine vegane, eine pflanzliche Ernährung vollwertig ist und preiswert. Und das ist so wichtig. Und das ist der Beweis. Das ist der konkrete Beweis. Und entsprechend, ja, ich tue da jetzt auch, wie gesagt, das Taschenbuch rausbringen. Und ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Taschenbuch auch kauft. Und wenn ihr ja, Freunden das Taschenbuch in die Hand drückt. Und zeigt allen, dass vegan wirklich vollwertig und preiswert ist. Es ist so einfach, pflanzlich sich zu ernähren. Auch die riesen Bandbreite. Ich habe ja in den 30 Tagen so viel gegessen. Auch Südfrüchte, veganes Sushi, alles mögliche. Alles drin mit Rezepten und ihr wisst das ja alles. Habe ja schon alles mal euch schon 100-mal gesagt. Also wie gesagt, dieses Buch richtig geil und ja, bleibt konstant oben. Und ja, deswegen unbedingt empfehlen und kaufen. So, ja, dann gehe ich wieder zurück. Ja, und da eben wirklich die Möglichkeit, also bei Amazon kann ich die Affiliate-Provision nicht einstellen, aber auch wenn ihr mit Amazon mein Buch bewerbt, mit dem Amazon-Link, bekommt ihr auch, glaube ich, 7% von Amazon, das kann ich nicht einstellen, aber bei Digistore, und deswegen habe ich auch Digistore gewählt, damit eben die Menschen auch, weil ich ja weiß, Menschen sind häufig auch noch über das Geld sehr leicht zu motivieren, was halt eben so ist, habe ich das eben auch bei Digistore reingestellt und eben für 55%. Und wie gesagt, ihr werdet nicht viel Produkte finden, die auch über 50%, weil die meisten sagen, boah, das ist mein Produkt, ich habe das hergestellt und da will ich auch das meiste Geld damit haben. So, und das habe ich eben nicht, sondern ich mache das tatsächlich so, dass diejenigen sehen, okay, wow, ich bekomme mehr Geld als der Autor, wenn ich dieses Buch bewerbe. Und dazu ist es halt noch eine Message, die, glaube ich, jeder, der sich pflanzlich ernährt, der einfach in die Welt rausplauzen will. Man kann sich ganz einfach bei Digistore anmelden. Man muss sich natürlich vorher einfach anmelden, registrieren, damit man auch das Geld dann überwiesen bekommt. Und ja, deswegen, ich habe euch unten auch nochmal alles in die Infobox reingeschrieben, welchen Link ihr da angeben müsst und so weiter, um damit Geld zu machen. Und ihr könnt es einfach zusätzlich zu eurem Job auf eurem Blog oder in eurem Facebook, tut einfach den Link reinmachen und ja, und dann wirft es halt konstant immer ein paar Euro ab, je nachdem wie oft ihr das natürlich bewerbt. Und ich kann wirklich nur nochmal darauf hinweisen, diese Message des Buches, die Grundmessage ist, dass eine vegane Ernährung, dass sie vollwertig ist, dass es keine Mangelernährung ist, dass sie preiswerter ist und so preiswert eben, dass man selbst als Hartz-IV-Bezieher locker vegan und vollwertig ernähren sich kann und dass sie eben auch genussreich ist. Da sind Rezepte dabei mit veganes Sushi, aber es ist kein reines Rezeptebuch, ne? Das ist ein Erfahrungsbericht. Und natürlich sind Rezepte vorhanden, aber da sind auch unzählige Tipps, wie man Geld sparen kann, wie man mit der Situation umgehen kann, wenn man sehr wenig Geld hat, wenn man unter dem Existenzminimum damit leben muss. Jetzt lebe ich ja auch damit. Also ich lebe jetzt noch weniger und entsprechend und lebe sogar roh vegan
Und darüber werde ich auch wieder etwas an ein Buch schreiben und werde das etwas anders gestalten als das. Noch passender und noch besser. Aber was das ist, da komme ich ein anderes Mal dazu. Aber bei diesem Buch ist es im Endeffekt wirklich ein Sammelsurium auch an Tipps und nicht nur ein Rezeptebuch oder gar nicht ein Rezeptebuch eigentlich. Es sind zwar Rezepte enthalten, aber das ist eigentlich so nebenbei. Deswegen gibt es auch keine schönen Fotos, wo man dann irgendwie die Rezepte sieht oder sowas. Knallharte Informationen und einfach meiner Meinung nach auch total inspirierend. Ja, schaut euch das einfach mal an. Kauft euch das selber vielleicht, wenn ihr es noch nicht habt. Oder schaut mal rein bei jemandem oder kommt zu mir, wenn ihr beim Rohkostpotluck seid. Tue ich euch da mal reinlesen lassen, das ist überhaupt kein Thema. Und ja, ich bin einfach da vollkommen überzeugt davon und von der Message. Und entsprechend ja, möchte ich auch einfach in diesem Video das nochmal erwähnen und ja auch eben sagen, dass es jetzt als Taschenbuch möglich ist. Das heißt, dass ihr wirklich dieses Buch kaufen könnt und einfach den Menschen in die Hand drückt und sie sofort reinlesen können. Sie müssen nicht erstmal irgendwie auf ihr iPad oder auf ihren Kindle Reader das hochladen oder sonst was. Ihr drückt ihr das einfach in die Hand und sagt, hey, schau es dir an. Ne? Wortlos. Diskussion über Ernährung, einfach immer vegane Welt mit wenig Geld in der Tasche haben und wenn jemand kommt, zack, natürlich wenn ihr über die ausreichend finanziellen Mittel verfügt, jemanden ein Buch für 10 Euro in die Hand drücken zu können und gibt es einfach hin und sagt, hier, da steht alles drin und ja, und dann ist jedes Argument erschlagen, dass vegane Ernährung nicht vollwertig ist, ne? Weil ich halt für jeden Tag die Nährwerte aufgeschrieben habe, alle Nährwerte, also alle Aminosäuren einzeln aufgeschlüsselt, ich habe alle Vitamine, alle Mineralstoffe. Auch das Verhältnis Omega 3 zu Omega 6, alle wichtigen Indikatoren sind alle da enthalten und das ist halt einfach, du musst nicht reden, du gibst das Buch und sagst hier, zack, das alles drin, preiswert, vollwertig und genussreich und ja, und ich denke, auch ich werde mit diesem Buch meinen Teil und natürlich auch den YouTube Videos dazu beitragen, dass die Menschen erfahren, wie einfach eine vegane Ernährung ist und wie sinnvoll auch so eine vegane Ernährung ist, dass man das für seine Gesundheit auch umsetzt und nicht nur für den Planeten oder wegen der Tiere, sondern auch wegen seiner eigenen Gesundheit. Und ja, deswegen war es mir ein ganz besonderes Bedürfnis, auch das Buch Vegane Welt mit wenig Geld heute nochmal in Erinnerung zu rufen und ja, hab das hiermit getan. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder, euer Christian. Tschüss.